It's a world party. I got to get to them girls shortly. Hey, it's Bounty Killer, the five-star general, along with the high-con Mr. Jimmy Cliff. Keep dancing, we ain't gonna be stiff. So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Assassin's Creed. Ja, wir müssten mittlerweile bei der 7. Folge oder so sein. Klettern wir erstmal hier hoch. Oder da auch in der Mitte. Ja, wir waren das letzte Mal im Assassinenbüro und dürfen jetzt, schauen wir mal auf die Karte. Oh mein Gott, gibt es viel zu tun. Wir sind im Armenviertel von Damaskus. Wir brauchen 6 Nachforschungen. Und ich würde mal sagen, wir nehmen alles mit, was geht. Wir klettern überall rauf, wir retten jeden Bürger, wir bestehlen alle. Ja, das hört sich doch gut an. Wir könnten uns ein bisschen Geld verdienen, indem wir alle bestehlen, ja. Ach Gott, ich habe das Mikro heute so... Wer schreit denn hier die ganze Zeit? Ja, warum frage ich überhaupt? Retten wir erstmal den und dann erzähle ich euch, wie ich heute mein Mikro aufgebaut habe, weil es mir gerade sehr auf die Nerven geht, weil ich die Tastatur nämlich nicht sehe. Ah! Ah! Meine Güte, kann nicht irgendwann mal in irgendeiner Aufnahme irgendwas glatt laufen. Habt ihr das gesehen? Ups. Geh weiter. Was tut dieser Narbe? Mit James Bond. Warum laufen hier so viele Wachen lang? Wenn wir die jetzt retten, dann kommen die alle. Ja, okay. Wir wählen jetzt die Klinge aus. Und dann schleichen wir uns ganz vorsichtig hier an den ran. Und dann wie sehen wir den anderen, dann stechen wir den schon mal. Aha. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Erbärmlich. Ach komm schon! Meine Güte, warum funktioniert denn das nicht mit dem... Ah! Au! Oh Gott! Boah, wie wenig Leben wir haben! Ja, und dann klappt wieder alles am Schnürchen. Ach der Herr Gott. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Schön für die Stadt und schön für mich. Was ist hier geschehen? Wer würde nur so etwas Furchtbares tun? Was ist hier geschehen? Hast du es nicht gerade gesehen? Ich habe die alle getötet. Wer könnte das getan haben? Wer könnte das getan haben? Ich war es auf jeden Fall nicht. Oh mein Gott! Hilfe! Was haben wir getan? Ah, wie? Hä? Wer will da was von uns? Wer? Wo? Was? Warum? Ach, da hinten. Ja, da laufen wir doch. Lauf! Lauf! Schneller! Und hier rein. Da rein! Da rein! Ach, ein Templer war das, aber mit dem... Ne, obwohl, wir haben so wenig Leben. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, wenn wir jetzt versuchen würden, den anzugreifen. Ach, das war auch noch so ein Punkt, wo ich drüber reden wollte. Es gibt ja hier Flaggen zum Sammeln und mir ist auch in den letzten Aufnahmen aufgefallen, dass ich sehr viele von den Flaggen ausgelassen habe, die ich eigentlich noch hätte sammeln können. Und ich habe auch ein paar Templer gefunden. Und ja, Flaggen und Templer sind die Sachen, die wir wahrscheinlich nicht alle machen werden. Also so Sachen wie Aussichtstürme und Bürgerretten, das mache ich immer mal gerne. Aber für so Sachen, die nicht auf den Karten gezeigt werden, da habe ich irgendwie kein Talent für. Also fürs Bürgerretten habe ich eigentlich auch kein Talent. Aber okay, so ganz ohne Ziel ist das ein bisschen doof. Wir machen das jetzt so, wir marschieren jetzt hier, dann machen wir die Informanten-Herausforderung und dann auf zu dem Aussichtspunkt. Meine Güte, Mädel, kannst du nicht mehr reden oder was? Können wir da einfach... Naja, komm. Wann wird er mit dem Unsinn? Ach, warum immer vor den Wachen? Suche Bürger zum Retten. Okay, hab einen gefunden. Nicht hinfort. Nein! Ah, ich habe auf T gedrückt. Statt auf. Ja, stirb doch! Ach, wir können diese Fähigkeit noch gar nicht, glaube ich. Kann das sein? Oder bin ich einfach zu blöd, die zu benutzen? Nein, wir können das gar nicht. Warum können wir das nicht? Ah! Ja, wir haben unsere ganzen Fähigkeiten verloren. Toll, jetzt kann ich also wirklich nur auf Z hauen und mich verteidigen, wenn die zurückhauen und hoffen, dass wir nicht sterben.
Oh Gott, warum haben wir nur so eine kleine Lebensanzeige? Das gefällt mir gerade gar nicht. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ach Gott. Nicht noch ein Toter. Kumpel, dein Bein steckt im Baum fest. Soll ich dir vielleicht helfen? Oh, ich glaube, er ist tot. Schnell weg, bevor uns jemand verdächtigt. Falls euch das stört, ich mache das immer gerne so, dass ich mir die nächsten Sachen, die ich so vorhab, markiere, damit ich auch hier unten, rechts unten immer so sehe, wie viel Meter es noch bis zum nächsten Ziel sind. In dem Fall sind es 10. Bis zur Informanten-Herausforderung. Okay, jetzt sind das wieder mehr, weil ich in die falsche Richtung gerannt bin. Ach, da drüben ist er. Hallöchen, mein Freund. Ich komm zu dir. Ah, ich sehe die Tastatur nicht. Friede sei mit euch, alter Ihr. Ich denke, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Mhm. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Mhm. Er sollte nicht weit von hier sein. Ja, wo? Was? Stopp. Stopp, 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 stopp. Okay, erstmal markieren. Und jetzt. Go, 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 go. Lauf, 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 alter Ihr. Lauf. Jetzt fallen wir bestimmt runter und müssen das nochmal machen. Ich will das nicht nochmal machen. Ah, Panik, Panik, Panik. Wer ist denn Panik? Niemand ist in Panik, Panik. Und darüber. Runter, rüber, hinter. Oh, dann können wir einen Burger retten. Machen wir das doch jetzt. Nein! Ah! Nein! Das. Ach, oh, eine Flagge. Hallo, Flagge. Wo klettern wir denn hoch? Ah, Hilfe. Du entkommst hier nicht. Doch, ich entkomme euch. Lebend kriegt ihr mich nie. Du gehörst mir. Komm raus. Und die Uhr läuft immer noch. Ja, lass mich doch da hinten in den Dachgarten. Ah. Scheiße. Ah, geht weg, ihr blöden Wachen. Ich war sicher, dass er hier ist. Schaffen wir das noch? Das wäre jetzt übelst cool. Wir schaffen das sogar noch. Man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl. Aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Wir sollen uns also Freunde machen. Das machen wir doch immer gerne. Ich meine, wir sind ja überhaupt nicht arrogant und total freundlich und alle lieben uns und jeder möchte mit uns zusammenarbeiten und Alter, ihr, eigentlich bist du forever alone, das ist dir schon klar. Du hast zwar 1000 Fangirls, die dich vergöttern, aber irgendwie im Spiel, jetzt gerade, mag dich irgendwie gar keiner. Erstmal hier hoch. Stille. Ich finde das immer so faszinierend, diese Klettermoves. Ah, schaut euch mal diese geile Stadt an. Und jetzt finde ich schon wieder die Taste nicht. Ey. Ihr müsst das übrigens entschuldigen, wenn ich hier jetzt die ganze Zeit wegen meiner Tastatur schimpfe, aber ich habe das Mikro jetzt endlich mal so aufgebaut, dass es problemlos aufnimmt und da habe ich es halt wirklich direkt vorm Gesicht. Ich wollte jetzt nicht vor der Schnauze sagen, weil das sage ich irgendwie jedes Mal. Und ja, da verdeckt es leider die Tastatur und deswegen muss ich jetzt immer ein bisschen mit der Hand auf der Tastatur rumhauen, bis ich irgendwas finde. Was machen wir denn? Belauschen und dann Bürger retten und dann hierauf klettern. Das ist der Plan. Lauschangriff! Falsche Richtung! Hier lang! Tada! Oh, was sind denn hier so viele Menschen? Was machen die alle hier? Warum sind die nicht zu Hause? Shoppen! Belauschen wollten wir, belauschen. Wen sollen wir denn belauschen? Wo können wir denn belauschen? Setzen wir uns erstmal auf eine Bank und suchen uns dann wen zum Belauschen. Ah, da hinten. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen.
Ratten oder Kinder. Beides ist schlecht für das Geschäft. Hi. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frag mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Die Kinder sind auf Balken geklettert? Oder die Ratten? Kletterratten? Spider-Man? Und was war das hier gerade? Stehen wir wieder auf. Was wollt ihr? Ah, okay, unsere Nachforschungen wären jetzt eigentlich beendet, aber ich würde schon gern alles machen. Also jetzt am Anfang ist es ja noch relativ einfach. Später, wenn dann so Marktstände zerstören und was es da nicht alles gab, ich weiß das alles gar nicht mehr. Wenn das dann kommt, dann werden wir wahrscheinlich so eine kleine Regel einführen, wenn es nach dreimal Versuchen oder so nicht klappt und beim vierten Mal immer noch nicht so aussieht, als würde es klappen, dann lassen wir es auch bleiben, weil ich glaube nicht, dass ihr mir da zuschauen wollt, wie ich da irgendwie ja, fünfmal, sechsmal so eine Mission versuche. Okay, anvisieren und zuschlagen. Stipp, 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 stipp. Stipp, 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 stipp. Na, nein, du, hier, ah, komm. Und come at me, bro. Ich danke euch. Bitte, bitte. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Na, dann fang mal an damit. Wir können dem da unter den Rock gucken. So eine Schande. Aussichtsturm wollten wir. Der ist da hinten. Also ist ein Mörder in der Nähe. Nein, hier ist kein Mörder in der Nähe. Ach Mist. Kommen wir nicht hoch. Dann halt hier. Sorry, dass ich dir gerade aufs Gesicht getrampelt bin, junge Frau. Also gut, wo bist du? Ja, was? Wo? Und jetzt schnell. Dim, 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 dim. Wo war jetzt der Aussichtspunkt? War da überhaupt ein Aussichtspunkt? Mach, wir rennen schon wieder in die falsche Richtung. Wozu gibt es eigentlich diese verdammte Karte, wenn ich eh nie drauf gucke? Ja, ich gehe ja schon runter. Siehst du, wie nett ich bin. Ah, hier. Hoppale. Zu weit. Da sind wir wohl zu weit gegangen. Um auch endlich mal einen schlechten Wortwitz hier drin zu haben. Auch wenn das, glaube ich, noch mehr werden in diesem Let's Play. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja, und hoch. Boah, da könnte man doch im echten Leben nie hochklettern an so einem Turm, oder? Seid mal ehrlich, würdet ihr euch das trauen? Ja, okay, ich habe Höhenangst. Ich kann da eh nicht mitreden. Bin ja froh, dass der liebe Altair hier klettert und nicht ich. Ne, Freundchen, kletter mal schön. Oh, jetzt fängt es hier gerade an zu regnen. Super, das heißt, ich kann wahrscheinlich die Aufnahme unterbrechen. Da ich Glas über meinem Kopf habe und wenn es regnet, dann wird das sehr laut und ich vermute mal, dass das liebe Mikro das dann mit aufnehmen wird. Und das wäre mir nicht so recht, wenn man das dann im Hintergrund hört, wie es regnet. Ja, solange es nicht hagelt, geht das ja noch. Meine Güte, ich rede hier von Regen, während da hier so die schöne hier Wüstenstadt vorbeifliegt. Nächstes Ziel. Oh, wie wenig Krugträger hier noch sind. Das ist hier richtig angenehm. Warum war denn das Tutorial mit so vielen? Wird doch bestimmt nie so werden. Und
50 Folgen später. Ah, warum sind hier so viele Krugträger? Hilfe! Ups! Entschuldigung, Entschuldigung! Ah, Entschuldigung! Ich bin nur ein bisschen verwirrt hier gerade. Entschuldigung, Entschuldigung. Lass mich einfach nur irgendwo hier rauf. Oder irgendwen retten.